Hallo, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch den nächsten Köder aus der Berkeley Topwater Serie vorstellen, und zwar den Jaywalker. Der Jaywalker ist ein Stickbait, der Walk the Dog über die Oberfläche läuft, das heißt so schön links und rechts. Den gibt es in der 100 mm Version, wie ihr es hier seht, und in der etwas größeren 120 mm Version. Dann hat er drei Fusion Haken anstatt nur zwei. Besonderheit von diesem Köder, der hat zwei Kugeln und dadurch lässt er sich richtig gut werfen. Die erste Kugel, die sitzt hier direkt unter dem Bauchdrilling, dadurch liegt der Köder wirklich super im Wasser, und die zweite frei bewegliche Kugel im hinteren Teil des Köders wird beim Wurf komplett nach hinten gedrückt, dadurch fliegt der Köder super super gerade, ihr kriegt richtig gute Wurfweiten und der Köder lässt sich extrem einfach fischen. Wir haben hier, wie ich es schon angemerkt habe, die Fusion Haken, das sind super super scharfe Drillinge von Berkeley. Neben diesen sehr natürlichen zwei Farbdekoren, die ich hier habe, gibt es noch 12 weitere, also insgesamt 14 Farbdekore vom Jaywalker. Sowohl in der 120 als auch in der 100 mm Version. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Das Ding hat einen extrem coolen Lauf und ich würde sagen, wir testen ihn einfach mal jetzt am Wasser. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir auf den Jaywalker noch einen Barsch kriegen. Da, Biss. Biss? Das gibt's doch nicht. Da, der kommt hinterher, ich sehe ihn sogar. Der taucht da wieder ab. Gerade gekechert, dann ist der Wochler abgegangen. Da haben wir den nächsten, auch wieder auf den Jaywalker. So ein knapper 30er, cooler Fisch. Jawohl, da haben